Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und heute sind wir hier unterwegs mit einem Dreierplatoon. Und ihr seht hier den Karo 45 Tonner, der hier einmal schön zur Seite gedrängt wird, aber von seinem eigenen, okay, dann geht's ja noch. Das ist natürlich nicht so. Man kann auch, gerade am Anfang konnte man sehen, er hat hier ein bisschen Bounty-Material eingebaut. Was macht der denn da? So, auch wieder so ein eigener. Gib mal in seine Sicht. Ich glaube, ich werde alle nachladen erstmal. So, am Anfang natürlich Lakeville Standardgefecht. Das war nix. Das war nix. Keine Arti mal dabei. Gut, ich meine, auf der Karte jetzt auch nicht ganz so schlimm. Meistens am schlimmsten für die, die halt die 1er-2er-Linie runterfahren oder hochfahren. Da nervt die Arti am meisten eigentlich auf dieser Karte. Aber ansonsten eigentlich eher selten, was hier so die Richtung Stadt angeht. Jetzt hat er natürlich hier so keinen einzigen... Doch, na gut, er hat 2 Schuss nachgeladen. Hätte natürlich schon vollgeladen sein können. Andererseits, wenn er da vorne natürlich einen Panzer trifft, dann hat er schon ein bisschen Schaden. Aber, ja, irgendwas ist ja immer. So. Oh, da kommen schon die ersten. Noch nicht. Ja, da schießt er. Hätte ich jetzt auch noch nicht gemacht. Noch nicht weit genug. Oh, es sind aber auch fiese Ömmels, die da um die Ecke kommen. 60 TP, T110. Das war aber nicht seiner, ne? Nee. Das wollte ich gerade sagen. Wow, wie hat er den denn getroffen? Niemals. Ganz woanders ging der hin. Glaube ich. Aber ich gucke auch noch nicht ganz geradeaus, muss ich sagen, durch die ganzen Medikamente. Wie man vielleicht hört, ich habe es immer noch und das nervt ein bisschen. Oh, kann er da treffen? Nee. Statisch gerade. Wo stehen denn seine Kollegen? Er steht hinter ihm, wird ein bisschen abgedeckt. Das ist natürlich ziemlich clever, so einen Heavy nach vorne zu stellen, der wahrscheinlich den einen oder anderen Schuss gut abfangen kann. Und dahinter dann noch so ein TVP 50-51, der halt ein richtig geiler Supporter in dem Fall auch sein kann, wenn er dann hier seine 4 Schuss Magazin, weiß ich jetzt gerade gar nicht, drin hat, dann... Das ist eine richtig gute Kombo. Kann man schon so sagen. Wo ist der jetzt hin? Der ist da hinten gefahren. Ganz okay. Haben sie jetzt ein Stück zurückgezogen aus der Stadt. Weil da die Gegner sich entschieden haben, jetzt nochmal ein bisschen nach vorne zu fahren. Und die dachten sich so, oh, okay. Machen wir mal. Haben die wahrscheinlich beide gesagt, okay, wir ziehen uns ein Stück zurück. Oh, der Kollege da unten, wir reden uns der Ronte, der ist auch schon eher so ein bisschen am Poppes. Sogar ein Splash-One-Shot, aber er ist ja keine Art dabei, insofern das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, und jetzt wird hier ein bisschen mal in eine andere Richtung gefahren. Hier ist natürlich auch nicht so clever, wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute aus dem eigenen Team standen halt hier oben gerade in der Reihe. Das ist natürlich schlecht. Aufgeteilt. Muss man eigentlich sehen und ein bisschen drauf reagieren. Was er jetzt hier auch macht. Aber es stehen immer noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute da oben. Das ist ein bisschen einseitig. Also ich, da unten zum Beispiel, hier vorne an dieser Häuserecke, ist zum Beispiel auch eine ganz geile Position. Hier hat man noch so einen kleinen Schutthaufen. Und da kann man zum Beispiel auch ziemlich gut stehen und hier hinter die Kirche schießen. Aber ich glaube, in dem Fall wäre das wahrscheinlich auch eher... zieht er sich hier zurück. Was macht er denn da? Er ist sich, glaube ich, gerade nicht ganz so sicher, was er tun soll, oder? Schwierig. Jetzt hat er den E-75 wahrscheinlich als Ziel auserkoren, ja. Oh, der TVP schießt daneben! Jetzt hat er ihn.
schöner Treffer. So, sorry, ich gehe wieder in seine Sicht. Ah, gerade beim... Jawohl. Ja, keine gute Position von der Tortoise, weil der ja den Deckel oben drauf auf der, also von der Tortoise-Seite aus, auf der rechten Seite hat. Da war die Commander-Luke natürlich gut zu sehen. Die Tortoise hätte eigentlich irgendwo da prinzipiell stehen müssen, um das zu verdecken. Weil dann ist die Tortoise nämlich ja nicht unpenetrierbar, aber doch schon echt ein Monster, was das angeht. Aber so, hat der Tortoise-Spieler da leider nicht das Beste draus, oder zum Glück nicht das Beste draus gemacht. Weil die rechte Seite, wenn man die Tortoise fährt, muss immer irgendwie hinter einer Häuserecke oder so stehen, dann ist das auf jeden Fall angenehmer als diese Position. Aber das ist halt, wenn man sich nicht richtig positioniert, dann kann das ganz schnell vorbei sein. Wenn du da einen Spieler hast, der zweimal auf die Kuppel schießt und zweimal auch trifft, ja, dann war's das. Und jetzt fahren sie zurück, das ist gut. Auch der TVP kommt mit, der wird wahrscheinlich hinten im Busch stehen bleiben. Hier irgendwo bei den... Okay, finde ich jetzt nicht ganz so clever. Ich hätte jetzt mich hier hingestellt tatsächlich. Um erstmal zu warten. Gut, so kann man es natürlich auch machen. Das ist auch mal eine gute Variante. Aber ich hätte mich erstmal hier an die Ecke gestellt mit dem Heavy und geguckt, was kommt. Und der TVP, den hätte ich erstmal da hinten bei den Häusern geparkt, wo auch der Busch ist. Und wenn hier frei ist, dann hätte ich den TVP nach vorne fahren lassen. Aber hätte. Ich bin ja eh nur der 0815 Bot-Spieler. Das ist halt sehr eher das offensivere Vorgehen hier. Muss dann ja auch manchmal belohnt werden. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch mehr Panzer kriegen. 2000 HP Rückstand, aber 7-7. Immerhin. Oh. Boah, was macht der? Oh, Alter. Das ist nicht sein Ernst. Der lässt sich erstmal drei Stück einschenken, nachdem er da... Unglaublich. Der sieht da einen Schuss einschlagen und parkt so, dass er noch beschossen werden kann. Und fährt einfach nicht zurück. Okay, das war krass. Das waren jetzt locker mal 1200 Schaden, die der FV sich da gefangen hat. Wahnsinn. Ein schönes Ding, T30 rausgenommen. TVP 5051 ist aber auch ein geiler Panzer. Ich habe den auch und ich fahre den super gerne. Das schockt schon. Und ich versuche den halt auch immer als Support-Panzer zu fahren. Meistens fahre ich ja alleine, aber wenn ich irgendwo ein Heavy sehe oder so, dann versuche ich da meistens mitzufahren. Und wenn dann irgendwie zwei Heavys da aufeinander knallen und die dann gerade geschossen haben, dann picke ich einmal raus, lasse zwei, drei Schuss los und guck, ob was passiert oder nicht. Und genau das Prinzip verfolgen die beiden hier auch gerade eigentlich. Also jedenfalls am Anfang auf jeden Fall, als sie in der Stadt noch waren. Jetzt gerade nicht mehr. Schwierig. Halten die sich auf? Wahrscheinlich haben die abgesprochen, dass der TVP jetzt da den kleinen Seeweg lang fährt. Nee, doch nicht. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Wow, und schon wieder einer daneben. Oh. Also ganz einig sind die beiden sich dann nicht unbedingt immer, aber... Oh, neues Ziel. Oh, der V, ey. Der V-Spieler ist voll die Schlafmütze, das Gefühl.
kann man sich denn so positionieren, dass man selbst da hinten aufgeht? Das ist ja. Muss man doch irgendwo stehen bleiben. Oh, das ist nicht passiert. Schönes Ding hier. Und noch ein. Ne, jetzt geht er erstmal auf, genau. Da hat er richtig gut abgewartet. Er ist ein kleines Stück nach dem Schuss zurückgefahren und hat unten abgewartet, ob er aufgeht. Anstatt stehen zu bleiben und auf den Nachladen zu warten. Das war richtig cool. Weil ansonsten hätte hier der Jagdpanzer oder auch der V aus dem Hintergrund vielleicht noch ihm schön eine drücken können. Ja, der TVP geht jetzt da hinten so ein bisschen in Verteidigungsstellung, um halt da eventuell welche abzufangen und er jetzt auch. Ja, finde ich gut. Ich würde hier oben jetzt genau stehen bleiben. Also hier so, weil von hier kann er sehen, wenn da einer kommt. So ist jetzt natürlich ein bisschen anstrengend. Hier ist natürlich eine sehr geile Verteidigungsposition. Gerade hier so dieser kleine Glitch. Oh nö. Weiter links steht noch einer. Oder? Da haben die zwei davon? Die Anzeige kam irgendwie von hier, obwohl er da von da geschossen hat. Ah, meine Fresse, 751er Schelle. Das ist schon eine Hausnummer. Und das finde ich jetzt richtig gut, was er hier macht. Weil wahrscheinlich jetzt der Jagdpanzer und der FV, wenn die da hinten noch stehen, denken natürlich, oh, er steht hier vorne in der Verteidigung. Jetzt können wir nach vorne fahren. Und das ist jetzt genau der Punkt, den er, glaube ich, hier erhofft. Dass er, wenn er jetzt hier hochfährt, dass er ein FV und oder ein Jagdpanzer auf dem Weg nach vorne sieht. Oh ja. Genau das, genau das. Jawohl. Sehr gut gemacht. Auch wenn der TVP jetzt leider nicht mehr überlebt hat. Sehr, sehr schade. Jetzt muss er gucken. Also noch drei sogar. Eieieiei. Das ist scheiße. Ja, zwei Käppen, einer blockt wahrscheinlich. Ja, Mist. Das ist nicht cool. Ja, aber schön hier einmal rundherum gefahren. Am besten jetzt noch ein Ammo-Rack, dass der rausgeht. Das wäre natürlich mega nice. Nee, schade. Oder ein Feuer. Nee, auch leider das nicht. Ja, sehr gut gemacht. Und auch hier wieder angetäuscht, dass er oben rumfährt. Und jetzt dreht er wahrscheinlich um. Okay, nee, macht er nicht. Ich wäre jetzt links rumgefahren. Oh, jetzt steht der zweite auch wieder mit dem Cap. Ah, komm, das kann er noch schaffen. Geile Runde auf jeden Fall, oder? Schade, dass der Rhinoceronte so schnell rausging. Hätten die da noch ein bisschen mehr Teamplay aufbauen können, wäre natürlich geil gewesen. Oh, jetzt hat er geschossen, jetzt kann er ganz entspannt. Nein, er trifft nicht. Ja, das war wichtig. Jetzt hat er nochmal wieder ein bisschen Zeit. Nicht viel, aber immerhin. Vielleicht kann er noch den einen rausnehmen. 59 Sekunden noch. Entschuldigung. Ja, er muss mindestens zwei Schuss reingeladen haben, damit er beide vielleicht einmal treffen kann. Ja, jetzt hat er noch ein bisschen... Nee, erst den zweiten! Nicht den! Nein! Ah, er hätte auf den anderen schießen müssen. Ah, 22 Sekunden. Oh, der andere fährt raus! Okay, jetzt war's. Das ist schade. Oh nein, er schießt nochmal in die Panzerung! Nein!
Ah, es war so knapp. Ärgerlich, ärgerlich. Da war leider kurz vor Schluss, als er sich unschlüssig war. Da wollte er erst auf den Udis rauffahren. Er hatte den einen Schuss nachgeladen, hat auf den T110 oder was das war gezielt, hat aber nicht geschossen. Dann hat er versucht auf den Udis, dann ist er wieder zurückgefahren. Ja gut, als ich meinte, schieß auf den Udis, da hätte er dann vielleicht doch lieber den 110er rausnehmen sollen. Gut, aber genau sowas in-game ist natürlich noch schwieriger dann manchmal zu entscheiden. Ja, ärgerlich. Super Spiel gehabt. Die haben bestimmt gekotzt. Zumal ja auch jetzt, ich glaube, das hat schon hier geklickert, ne? 10 Sekunden Countdown. Schade, schade. Schöne Runde gewesen. Und ja, hier sehen wir es. Und ich habe das hier natürlich vorher schon geöffnet. Klar, ich wusste, dass es eine Niederlage wird. Aber ihr habt, also das, dieses Nein gerade eben, das war trotzdem, weil ich so in dem Spiel drin war einfach und mich das so geärgert hat. Ich wusste jetzt auch nicht, wie er verliert, ob er kaputt geschossen wird, da habe ich ja noch gar nicht geguckt. Oder ob die halt durch Captain gewinnen. Also die anderen. Aber ja, das war sehr, sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz eine sehr schöne Runde. So, Panzer gemeistert, Schläger bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, Verteidiger, Großkaliber und Krieger. Hat hier trotz der Niederlage 941 Basis-EP bekommen. Ziemlich gut. Und aber auch die anderen haben richtig gut mitgespielt. Ne? Also das kann man auch schon sagen. Kaum Ausfälle. Oh, hier bis auf den eigenen. Der war ziemlich schnell raus. Das ist natürlich mega ärgerlich. Weil hätte der hier noch ein klein bisschen mehr gemacht. Ah, hätte, Panzerkette. Ah, das war ein Komplettausfall leider. Der hat sich wahrscheinlich auch sehr geärgert darüber. Naja gut, 43 Mal geschossen, 32 Mal getroffen, 25 Mal durchschlagen. 8724 Schaden gemacht. Das ist schon mal eine Hausnummer. Hat hier 6 Treffer erhalten, wurde 4-mal penetriert. 2-mal hat die Panzerung geblockt, deshalb hat er 840 Schaden geblockt. Hat 9 Gegner beschädigt und 7 zerstört. 380 Unterstützungsschaden gemacht. 100 Verteidigungspunkte hat er erhalten, die er zurückgesetzt hat. Und ist 4,31 Kilometer gefahren. Trotz Premium-Account hat er hier noch 78.000 Credits minus gemacht. Und wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir ja die E25 mit 157.000 Credits minus, wo ich noch meinte, oh, das ist so ein Wert, habe ich auch noch nie gesehen. Aber tatsächlich ist das dann nur noch Platz 2, denn hier sind 206.400 am Resupply. Gut, ist natürlich auch eine andere Tierstufe, was nochmal eine andere Hausnummer bedeutet. Aber nichtsdestotrotz, da kann man sich schon mal sicher sein, wenn man den Panzer spielt mit ziemlich viel Gold, dann wird es ziemlich teuer. Und selbst in so einer Runde, wo er ja nun echt was gerissen hat, ohne Ende. Ja, trotzdem noch knapp 80.000 Credits minus. Gut, er hat jetzt natürlich auch verloren. Bei einem Sieg wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders aussehen. Aber trotzdem heftig. Gut. So, liebe Leute, dann, oh hier, 14 Minuten, 2 Sekunden noch. Dann wäre es jedenfalls ein Unentschieden geworden. Super schade. Ja, so. Also, falls ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir gerne zukommen. Im Teilzeitwikinger Discord in der Videos-Sektion da reinposten. Und dann gucke ich, was ich schaffe, worauf ich Bock habe. Aber meistens ist es eher das Zeitliche, anstatt das Lust haben, technische. Aber schickt sie da rein und dann gucke ich, was ich schaffe. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und ja, euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und hoffentlich bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.